Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Diesmal mit dem KV5. Und als allererstes muss ich mich entschuldigen, dass ich auf eine Nachricht nicht geantwortet habe. Ich hoffe, du siehst die Folge. Auf jeden Fall, bin heute online gekommen und eine Nachricht bekommen. Das ist ja noch normal. Aber das Komische ist, ich habe die Nachricht aufgemacht. Mal schauen, was drin steht. Aber es stand nichts drin. Und irgendwie antworten kann ich auch nicht. Weiß nicht, ob das nur an mir liegt oder ob das gerade bei an World of Tanks liegt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich kann niemanden schreiben. Deswegen konnte ich nicht antworten. Und die Nachricht war komplett leer. Was komisch war. Deswegen tut es mir leid, dass ich nicht geantwortet habe. Was irgendwie komisch ist, aber gerade irgendwie. Jetzt ist mit der Nachricht und Twitch tut auch zurzeit irgendwie. Ich kann keine Livestreams mehr über Twitch selber schauen. Das ist schon das zweite, was rumspinnt. Oh, da wollte ich jetzt drauf schießen. Hä? Da fällt mir auf, die Seite haben sie doch auch irgendwie geändert. War irgendwie komisch. Dass die Nachricht einfach leer war. Es kann ja sein, dass sie jetzt vielleicht geändert haben, dass man. Weil war offline, als ich die Nachricht angeschaut habe. Der ging nicht durch. Dass man jetzt vielleicht online muss, damit die Nachricht empfängt. Oder es liegt an mir, keine Ahnung. Aber komisch ist das. Wie viele Autoloader haben die noch? Sind sehr viele. Hä? Was sind dahinter AMX? Mitgezählt, wie viel Schuss der noch haben soll. Oh! Das war knapp. Feuererlaubnis erteilt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ziel verloren. Sichtgeräte wieder einsatzbereit. Wir sehen wieder mehr. Mir stehen die Gegner gerade zu gut. Kanone nicht nach unten. Wo sind sie hin? Da krieg ich gleich erstmal einen Report. So. Na komm. Oh, wie viel hat denn der Schuss? 10 schießen sollen. So, wer war das? Na, kann man ja nachschauen. Der da. Gleich mal Report. Beleidigung. Doch.
Hm, schon vorbei? Okay. Ging schnell. Okay, ein bisschen wenig Schaden gemacht. Dann bis gleich. Weiter geht's mit dem KV-5. Hm, doofe Karte. Aber keine Artillerie zum Glück. Na, wenigstens ein. Dann kann ich dorthin fahren. War nicht gerade gut die Karte für den Wahnsinn. Hä? Hä? Da hat doch gerade einer geschossen. Okay. Hat anscheinend zu viel Credits. Einfach mal so einen Schuss verschieden. Und die sind ja eigentlich nicht gerade günstig. Okay. Schon mal ein Scout weniger. Warum wir so viel Scout haben? So viel Scouts, aber keine Artillerie. Obwohl ich gerade drauf schießen. Ah, da. Dem da mal. Oh, jetzt zieht er sich zurück. Kann ich da drüber gucken? Nee. Kette wurde getroffen. Sie kann okay, vom Hügel. Und ich zurück. Von uns will auch keiner über den Hügel. Also ist es wohl gerade hochfährt, ist der T34. Mal die Seite da wechseln. Ja, kann ich da drauf schießen? Oh, wäre der Scout nicht im Weg gewesen, vielleicht. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ah, konnte ich gerade noch helfen. Der Löwe ist ein Problem. Weil ich doch von denen zu wenig sehe. Und er zu viel von mir. Na komm, schieß. Wenn ich vorfahren kann, ein bisschen. Schieß doch! Geht doch. Der ging nicht durch. Da ist noch ein Su? Okay. Gut zu wissen. Dann fahre ich nicht mehr vor, sondern weiter zurück. Ich werde, wenn ich mich jetzt umdrehe, kommt da der SP1C.
Oder auch nicht? Traut sich nicht? Ah ja, gibt's ja für rückwärts auch. Benutze ich nie. Da ist er doch. Hä? Was hat er auf mich geschossen von links? Kapier ich jetzt nicht. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Sie haben uns. Raus. Ach, der SCA-2? Nee. Oder? Der Löwe? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, die Karte ist nicht wirklich gut für den Bonze, finde ich. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Ist viel zu offen. Aber die Runde könnte man. Könnten wir vielleicht noch gewinnen. Hä? Eine AMX? Wo kommt denn der jetzt her? Der hat man ja, glaube ich, die ganze Runde noch nicht mal gesehen, oder? Der Motor hat keine Leistung mehr. Warum bewegt er sich nicht? Ist das eine unsichtbare Wand? Oder warum hat der T-32 sich nicht mal kurz ein Stück zurückbewegt? Keine Ahnung. Den da mal zuschauen. Okay. Seit wann sind denn hier Flugzeuge? Waren die nicht da hinten auf dem Kombi? Ah, mitten in der Karte habe ich noch nie welche gesehen. Ah, das. Was steht denn eigentlich von uns im Kreis? Hä? Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Da passt was auf der Karte irgendwie nicht, oder? Kette wieder funktionstüchtig. Die Basis wird auch weiter drüben angezeigt auf der Karte. Schon wieder die Flugzeuge. Okay. Auf der anderen Seite. Oh. Nö, da könnte es passen. Okay. Komisch. Na, nur noch ein Gegner. Warum klärt der Scout ihn ja nicht mal auf? Hier, ja, irgendwo dort.
Okay, die Kettenspur sieht irgendwie komisch aus. Sieht gerade aus, wie wenn zwei Seile hinterher ziehen würde. Ja. Oh. Zum Glück übernehmen die. Zumindest eine. Was macht denn der? Ich glaube ich nicht. Hä? Was wird denn das jetzt? Das ist ganz bestimmt da oben. Da wird irgendwo da hinten stehen, da. Oder ist bei uns zur Basis von? Keine Ahnung. Komische Runde. Okay, 1000 Schaden abgewehrt. Mach ich noch eine? Nee. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.